Die obligatorische Frage, ist jemand da, der den Preis entgegennehmen möchte? Jemand von der Firma Bofrost? Nicht. Dann möchte ich jetzt noch einmal Rena Tangens zu mir bitten. Wir wollen mal ein bisschen zurückschauen. Hat sich denn im Nachklapp zu den Preisträgern des vergangenen Jahres was getan? Ich glaube, Facebook hat ein bisschen Horror bekommen, das kann man schon sagen. Da hat es doch einige Ereignisse gegeben. Persönlich bei uns haben sie sich nicht gemeldet, aber ich glaube auch die Initiative Europe versus Facebook ist recht erfolgreich dabei. Und wer hat es in diesem Jahr nicht ganz bis zu einem Big Brother Award geschafft, aber trotzdem ordentlich beim Datenschutz gewildert? Ja, da haben wir eine ganze Reihe von Kandidaten, die es nicht ganz geschafft haben. Da haben wir einmal die Principia GmbH in Düsseldorf. Die haben ein Wohnhaus übernommen mit 120 Parteien und ich glaube, es sind über 60 Videokameras in diesem Haus an den Mülltonnen und ich weiß nicht wo verteilt worden. Das fanden dann doch auch die wohlmeinenden Mieter etwas zu viel und ein Mieter klagt gerade dagegen. Dann gibt es in Hamburg, gab es die sogenannten Gefährderansprachen. Alle haben ja davon gehört, dass es so komische Brandanschläge gegeben hat und dann hat die Polizei sich gedacht, na, dann gehen wir doch mal hin zu Leuten, die wir so irgendwie für verdächtig halten und besuchen die zu Hause, so ein Hausbesuch ist was Nettes und sagen denen schon mal, hey Leute, wir haben euch auf dem Schirm, ne, passt bloß auf. Fanden wir eine interessante Maßnahme. Dann, wir haben doch im Jahr 2004 den Preis für Track Your Kid vergeben. Das war ein Handy, mit dem die Eltern ihre Kinder überwachen können und feststellen, wo die sind. Und wir haben damals moniert, das hilft ja gar nichts, das Kind kann das Handy ja irgendwo liegen lassen. Und dann denken die Eltern, das sei noch dort und tatsächlich treibt es sich ganz woanders rum. Tatsächlich ist eine Firma jetzt dieser Kritik nachgekommen und hat das Ganze als Armbanduhr konzipiert. Und das erfüllt dann schon die Voraussetzung einer elektronischen Handfessel. Denn es gibt dann auch Warnung, wenn das Kind etwa versucht, die Armbanduhr abzulegen. Ja, noch eine tadelnde Erwähnung geht an die RWE, die ihre Callcenter-Dienstleister nötigt, die Überwachungssoftware Click-to-Coach einzusetzen. Da haben wir es wieder mit so einer Arbeitnehmerüberwachung. Und dann haben wir noch die Discos in Osnabrück, die eine sogenannte Disco-Schufa eingeführt haben. Da geht es auch um so eine relativ willkürliche Datei von Leuten, wo die Discos sich gegenseitig warnen, von Leuten, die sie da gar nicht reinlassen wollen. Und dann haben wir noch die Staatsanwaltschaft in Köln, die hat eine tadelnde Erwähnung bekommen. Wunderbare Idee. Die haben nämlich so ein Telefonverzeichnis von der Behörde. Und man weiß das ja, das wird dann auf die verschiedenen Beamten da verteilt, die Zuständigkeiten nur von A bis F und von G bis K und keine Ahnung. Leider haben die aber nicht nur die Buchstaben genommen, sondern die Klarnamen der jeweiligen Fälle, also der Beschuldigten. Das heißt, man sah dann von Altmann bis Klose und von Kuczynski bis, keine Ahnung, ja, und da konnte man also aus der Telefonliste sozusagen, aus der Zuständigkeitsliste gleich einen Teil der Beschuldigten offensichtlich erkennen. Eine ganze Menge tadelnde Erwähnungen, das ist auch alles dann dokumentiert, wird man noch nachlesen können, aber ganz entgegen euren sonstigen Prinzipien habt ihr euch in diesem Jahr hinreißen lassen, ich weiß gar nicht, ob ich es so nennen kann, zu so etwas wie einer lobenden Erwähnung? Ja, tatsächlich. Also wir werden immer gefragt, wieso die Big Brother Awards nicht auch Positivpreise vergeben und unsere Antwort darauf ist, wir können einfach keiner Firma und keinem Politiker irgendeine Art Freibrief ausstellen, dass die sich tatsächlich dann in jeder Hinsicht und auch in Zukunft tatsächlich gut verhalten, sodass sie so ein Label verdient hätten. Und wir haben in diesem Jahr aber zumindest lobende Erwähnungen ausgesprochen. Eine davon geht an den Hessischen Rundfunk. Und zwar hat der Hessische Rundfunk sich geweigert, die Daten im Rahmen des ELENA-Verfahrens, der elektronische Entgeltnachweis, von seinen Beschäftigten abzugeben. Und zwar von allerhöchster Stelle ist das in Angriff genommen worden. Der HR-Intendant Helmut Reitz hat das tatsächlich auch gefördert und so ausgesprochen. Und dafür ist ihm auf jeden Fall ein Lob gewiss.
Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht hier, sonst könnten wir da ja auch mal. Ne? Und wir haben ein zweites Lob ausgesprochen und das geht an Dr. Thilo Weichert vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Kiel. Der kann leider heute hier auch nicht sein. Die, die schon lange zu den Big Brother Awards kommen, wissen, dass er lange Jahre der Jury auch mit angehört hat, bis er dann Chef der jeweiligen der Behörde geworden ist und seitdem er sein ehrenamtliches Engagement etwas zurückfahren musste. Thilo Weichert möchten wir an dieser Stelle danken, einmal für die großartige Arbeit, die dort die Behörde, die sein Team dort macht. Da können sich viele andere Bundesländer eine Scheibe von abschneiden. Das Zweite ist ganz konkret sein Engagement gegen Facebook im letzten Jahr, denn das hat wirklich Mut erfordert und Rückgrat, denn es ist nicht schick, sich gegen Facebook zu wenden. Er hat unglaublich viel Häme und Spott im Netz bekommen und bis hin zu dem IT-Gipfel der Bundesregierung, wo dann schon in der Eröffnungsrede gesagt wird, das funktioniert global so bis auf in Schleswig-Holstein. Und wir finden, da kann man ein bisschen stolz drauf sein. Es ist ein bisschen das gallische Dorf, was tatsächlich die Freiheit weiter verteidigt. Und wir möchten Thilo insbesondere für seinen persönlichen Mut und sein Durchhaltevermögen, seine Kompetenz und seine Wachheit danken. Schicken wir einen Gruß nach Schleswig-Holstein zu Thilo Weichert. Danke, Rena.